Bei einem Bootsunglück vor der albanischen Küste sind nach letzten Angaben der italienischen Küstenwache 20 Flüchtlinge ertrunken. 11 Menschen wurden gerettet und nach Albanien zurückgeschickt. Einige waren schwer verletzt. Nach Angaben der albanischen Behörden war das überfüllte Schlauchboot gestern auf dem Weg nach Italien in schwere See geraten und gekentert. 2 Überlebende sowie 4 albanische Polizisten seien unter dem Verdacht festgenommen worden, zu einer Schlepperbande zu gehören.